Hallo zusammen, ich bin Christopher von China Mobile Mac und ich schaue mir heute das iOcean X8 an, welches ja bekanntlich das aktuellste Smartphone von iOcean ist. Es wurde im Vorfeld sehr gehypt und wir schauen uns heute einfach einmal an, was das Gerät wirklich taugt, beziehungsweise ob es sein Geld wert ist. Viel Spaß dabei! Zunächst einmal zur Verpackung des Geräts und hier gibt es nicht wirklich viele Unterschiede zu den vorherigen Verpackungsdesigns von iOcean. Wieder alles in weiß, ein bisschen größer und auf der Oberseite dieses Mal ein X8-Logo. An der Seite wieder das iOcean-Logo und auf der Rückseite gibt es noch ein paar nähere Informationen zum Gerät und den Namen von iOcean auf Facebook. Den könnt ihr ja mal die Seite liken, wenn ihr wollt. In der Verpackung befindet sich dann letztlich von iOcean beigelegt ein USB-Netzteil, welches man ganz normal in die Wandsteckdose einstecken kann. Man braucht natürlich noch einen Adapter, da das hier ein chinesischer Stecker ist. Dann gibt es dazu noch ein Micro-USB-Kabel, die übliche Bedienungsanleitung in Chinesisch und Englisch. Dann haben wir noch ein Garantiedokument, dann noch einen Qualitätscheck-Sticker, dann ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Slots und zu guter Letzt noch eine Display-Schutzfolie. Das ist also jetzt nicht so die Welt, was hier mitgeliefert wird. Und Kopfhörer fehlen auch, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Trading Shenzhen, die uns das Gerät zur Verfügung gestellt haben, haben noch ein bisschen was beigelegt, wie üblich. Darunter ein OTG-Kabel, ein weiteres Netzteil, welches transparent ist. Kann man schön in die Elektronik reinschauen mit LED-Beleuchtung und zwei USB-Steckplätzen. Und dann gibt es noch ein weiteres Micro-USB-Kabel, welches ein bisschen länger als das von iOcean ist. Dann liegt noch ein NFC-Sticker dabei. Das iOcean X8 unterstützt ja NFC, von daher ist das ganz nützlich. Und dann noch ein Adapter für das iOcean-Netzteil, damit der bei uns in die Steckdosen reinpasst. Das war's dann soweit. Machen wir nun weiter mit dem Design. Und hier hat sich wirklich einiges getan, wenn man das iOcean X8 mit den vorherigen Smartphones von iOcean vergleicht. Wir finden hier ein Design, das ein bisschen so aussieht wie ein iPhone 4, nur eben ein bisschen größer und dünner. Wem das iPhone 4 Design also nicht gefällt, dem wird wahrscheinlich auch das iOcean X8 Design nicht gefallen. Wir haben hier beidseitig Gorilla Glass. Hier auf der Front sehen wir die Frontkamera, den Telefonhörer, die beiden Sensoren für die Gestenkontrolle, Annäherung und Helligkeit und hier noch eine Status-LED, die auch gerade blau blinkt. Die kann übrigens in Rot, Grün und Blau aufleuchten. Unten unter dem Display finden wir dann noch die üblichen Soft-Touch-Buttons für Home, Menü, Home und Zurück. Und die sind natürlich auch hintergrundbeleuchtet, wenn man die verwendet. Auf der Seite dann der Metallrahmen, der sehr schick aussieht, wie ich persönlich finde. Hier der Slot für die SD-Karten, sage ich schon, für die SIM-Karten. Einmal eine Micro-SIM-Karte und eine Nano-SIM-Karte. Dann auf der Unterseite der Micro-USB-Anschluss mit OTG-Unterstützung, der Medienlautsprecher und das Sprachmikrofon. Auf der rechten Seite der Ein-Ausschalter, die Lautstärkewippe und dann oben noch den Kopfhöreranschluss. Auf der Rückseite finden wir hier die Rückkamera, den LED-Blitz, ein iOcean-Logo. Hier noch den Imprint oder den Aufdruck Designed by iOcean, Assembled in China und noch ein CE-Zeichen. Ich persönlich muss sagen, dass mir das Design sehr gut gefällt. Es sieht sehr elegant aus, es ist schön dünn mit 8 mm und es ist auch gar nicht mal so schwer, wie man meinen würde, da iOcean ja angibt, dass es sich hier um ein Metallchassis handelt. Also innen drin ist auch Metall und kein Plastik. Das ist also nicht nur außenrum Metall. Dafür ist es aber ganz leicht. Was mir aber nicht so gefällt, ist, dass das Glas wirklich ein Dreckmagnet ist. Hier sieht man es mit den ganzen Fingerabdrücken und Staub und was weiß ich noch alles. Das bleibt hier wirklich sehr schnell alles dran hängen und man hat wirklich Mühe, das Smartphone sauber und damit auch gut aussehen zu halten. Ansonsten aber ein sehr schickes Smartphone. iOcean verbaut im X8 ein 5,7 Zoll 1080p LTPS Panel. Und hier wurde wirklich ein sehr gutes Display verbaut, das muss man iOcean wirklich lassen. Die Darstellungsqualität ist wirklich hervorragend, alles ist wunderbar scharf und Farben werden auch wunderbar dargestellt, recht natürlich, sehr lebendig, also wirklich wunderschön. Die Helligkeit ist auch sehr gut, auch im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung sieht man damit wirklich noch nahezu alles auf dem Bildschirm ohne größere Probleme. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, so sehen wir auch, dass hier
die Pixel sehr klein sind, also mit bloßem Auge sind sie überhaupt nicht zu erkennen. Das ist natürlich auch wieder ein großes Plus. Der Touchscreen reagiert hervorragend, man muss hier nicht groß drauf drücken. Es wäre noch schöner, wenn die Finger ein bisschen besser drüber gleiten würden, aber gut, meckern auf hohem Niveau. Was auch schön ist, mit nassen Fingern kann man noch bedienen, auch wenn Wassertropfen auf dem Bildschirm sind, fangt er nicht zum Spinnen an. Auch wiederum schön sind die guten Blickwinkel des Bildschirms. Die Helligkeit nimmt natürlich wie üblich ein bisschen ab, aber man kann alles noch wunderbar von der Seite erkennen. Und natürlich, wie man hier sieht, ist das ein OBS-Display. Das sieht aus, als wäre das alles wirklich direkt auf dem Glas irgendwie zu sehen und nicht ein bisschen darunter. Also sieht wirklich sehr schön aus, ein wunderbares Display und hier gibt es nichts zu meckern, außer vielleicht für den einen oder anderen die Größe, was mit 5,7 Zoll ja doch wirklich sehr groß ist. Kommen wir nun zur Performance des iOcean X8. Zunächst mal wie immer der AnTuTu Benchmark und hier wurden 720.034 Punkte erreicht, was im Bar-Chart natürlich in einer Positionierung zwischen dem HTC One und dem Samsung Galaxy S4 führt. Ein Blick in den 3D-Mark-Benchmark zeigt die für MT6592-Smartphones üblichen Ergebnisse von 6.922 Punkte im iStorm Unlimited-Benchmark, 4.601 Punkte im iStorm Extreme-Benchmark und 6.607 Punkte im normalen 720p iStorm-Benchmark. Dann natürlich noch der GFX-Bench-Test und hier hat das iOcean X8 545 Punkte erreicht. Und zu guter Letzt dann noch der Velamo-Benchmark und hier hat das iOcean X8 im Browser-Benchmark 1515 Punkte erreicht, im Multicore-Test waren es 1468 Punkte und im Metal-Test 792 Punkte. Also ist durchaus vergleichbar mit den Ergebnissen von den meisten anderen MT6502-basierten Smartphones. Nun noch ein kurzer Blick ins Betriebssystem bzw. ein paar Angaben dazu und hier kommt auf dem iOcean X8 ein Android 4.2.2 zum Einsatz, also nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand, aber iOcean arbeitet derzeit an einem Update auf Android 4.4 KitKat, also wird das bald a thing of the past sein. Und Anpassungen gibt es eigentlich kaum welche am Betriebssystem, es gibt nur, wie für iOcean Smartphones üblich, dieses Theme-System, also man kann sich verschiedene Designs hier nicht aufspielen, sondern auswählen, dann sieht das System halt ein bisschen anders aus, aber sonst ist es eigentlich ein Stock-Android, es gibt nur diese kleinen UI-Changes. Was im Grunde auch noch, zunächst mal noch die Gestenkontrolle, die funktioniert auch sehr gut hier, und zwar in beiden Richtungen und auch in anderen Apps, zum Beispiel den Browser oder den Facebook-Check, könnt ihr einfach so durchscrollen, auch nach oben und unten. Und was eigentlich auch geht, ist, dass man, wenn das Smartphone aus ist, doppeltippt und dann geht der Bildschirm an. Das funktioniert aber plötzlich aus irgendeinem Grund hier jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht ganz warum, ich habe es schon mal neu gestartet und das hilft aber irgendwie nichts. Ich muss es mal mit einem Factory Reset probieren, ob es dann wieder funktioniert. Ein bisschen schade und das zeugt dann wohl von einem Bug im System. Was auch noch möglich ist, dass man ein C auf dem Bildschirm schreibt und dann geht zum Beispiel die Kamera auf oder ein E für den Browser oder ein O fürs Telefon. Geht jetzt hier aber auch nicht mehr plötzlich, obwohl alles aktiviert ist. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, das ist beim englischen Review, das ich vorhin gedreht habe, ging es plötzlich nicht mehr davor, ging es immer einwandfrei. Das ist ein bisschen schade und hier muss iOcean wirklich noch nachbessern, denn solche Bugs will ja eigentlich keiner haben.
So, kommen wir nun zur Multimedia-Performance beim iOcean X8 und hier muss ich sagen, dass der interne Lautsprecher gar nicht mal so schlecht ist. Er ist schön laut, er übersteuert nicht bei maximaler Lautstärke und er hat auch eine gewisse Basswiedergabe. Er ist da nicht so gut wie von einem High-End-Smartphone oder vom kürzlich getesteten Kingzone K1S, aber er ist durchaus brauchbar für den gelegentlichen Genuss von Musik oder um mal YouTube-Videos anzusehen. Die Audioausgabe über den Kopfhöreranschluss ist leider nicht ganz so berauschend. Nicht jetzt im Sinne von Qualität, aber sie ist nicht super klar und auch nicht sonderlich kraftvoll. Also man bekommt hier nicht ein Maximum an Lautstärke raus. Das ist ein bisschen schade, machen viele andere Smartphones besser, aber gut, muss man mit leben. Gut, jetzt gibt es wie üblich die kleine Audio-Demo. Viel Spaß dabei. In der Kategorie Empfangsleistung erzeugt das iOcean X8 leider gemischte Gefühle. 2G und 3G Empfang funktionieren ganz hervorragend und das kann man auch hier wieder sehen. Eine 3G-Verbindung wird wieder sehr schnell aufgebaut und hat auch eine sehr gute Empfangsqualität. Da gibt es nichts zu meckern und dementsprechend ist auch die Sprachqualität bei Telefonate recht gut. WLAN leider ein bisschen schlecht, muss man wirklich sagen. Wenn man im selben Stock wie der Router ist, gibt es keine Probleme, aber darunter und darüber, da merkt man dann schon deutlich, dass die Verbindung irgendwie langsamer wird und ab und zu kommen dann auch wirklich Signalabbrüche mit dazu und draußen im Garten hat man dann wirklich starke Probleme. Also die WLAN-Antenne ist wirklich nicht ganz so gut. NFC und Bluetooth funktionieren dagegen wieder recht hervorragend, wobei Bluetooth auch ein bisschen schwächer ist mit nur rund 10 bis 12 Metern Reichweite bei freier Sicht, aber immer noch akzeptabel. Es gibt, wenn man jetzt ein Headset zum Beispiel verwendet, gibt es keine Probleme, wenn man das Gerät in der Tasche hat. Und ja, wie gesagt, NFC funktioniert einwandfrei, getestet mit dem NFC-Tag, der dem Smartphone beilag, und auch mit Android Beam, also mit einem anderen Android-Smartphone, das NFC-fähig ist. Dann natürlich noch GPS, sehr wichtig, und besonders bei iOcean Smartphones sind wir ja gewöhnt, dass die meisten nicht so ein ganz tolles GPS haben. Beim iOcean X7 damals war es eine Katastrophe, beim X7S haben sie es ein bisschen verbessert und ja, hier geht's ganz gut, aber es ist immer noch bei weitem nicht so gut wie bei den meisten anderen Smartphones heutzutage aus China. Hier jetzt im Freien haben wir einen Fix für 9 Satelliten bekommen, aber nur eine Genauigkeit von 4 Metern, was nicht so viel ist, wie eigentlich möglich wäre. Und man sieht auch, dass die Signalstärke nicht ganz so hoch ist, wie sie sein könnte. Und das merkt man natürlich auch, wenn man ins Haus geht vor dem Fenster, nur noch einen Fix für 5 Satelliten und 5 Meter Genauigkeit und die Signalstärke natürlich wieder ganz gering. Und wenn man sich dann vom Fenster entfernt, bumm, ist natürlich alles weg. Was bedeutet das für den täglichen Einsatz? Nun, GPS-Navigation funktioniert im Grunde einwandfrei, allerdings kann es eben in Gebieten, wo der Empfang ein bisschen schwierig ist von GPS, dann doch zu Problemen kommen. Also wer darauf angewiesen ist, der sollte sich vielleicht doch nach einem anderen Smartphone dann umsehen. Einer der ganz wichtigsten Punkte beim iOcean X8 ist natürlich die Kamera, denn wir befinden uns hier in einer recht hohen Preisklasse mit rund 82 bis 92 US-Dollar. Und da muss die Kamera natürlich gut sein und außerdem hat iOcean auch die Kamera verwendet, um damit zu werben. Ja, also die Teaser vor dem Launch wurde die Kamera ständig angepriesen. Also erwartet man natürlich einiges. Die Kamera da drin hat 13 Megapixel und schießt Bilder mit einer Blende von f2.4. Leider überzeugt die Qualität aber nicht ganz so. Keine Frage, die Bilder sind durchaus brauchbar, aber es fehlt einfach ein bisschen Tiefenschärfe und die Bilder wirken recht langweilig und kühl, weil die Farben einfach nicht so toll wiedergegeben werden, wie es sein könnte. Das ist wirklich ein bisschen schade. Und was da aber wieder ein Vorteil ist, dass kaum
Bildrauschen vorhanden ist, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das ist wieder ein Plus. Der LED-Blitz ist ganz brauchbar, schafft auch noch so mittelgroße Räume auszuleuchten. Natürlich nicht perfekt wie ein richtiger Blitz, aber es ist brauchbar. Videoaufnahmen werden von der Qualität her so wie Fotos. Die Tonqualität ist dabei ganz in Ordnung, es ruckelt eigentlich nicht wirklich. Die Frontkamera unterstützt Autofokus, genau schon wie beim Kingzone K1 Turbo, das wir kürzlich getestet haben. Wobei die Qualität hier ganz gut ist, sie reicht für Selfies, ist aber nicht ganz so gut wie die vom Kingzone. Also da ist auch ein bisschen von den Farben her, könnte es besser sein und auch noch ein Ticken schärfer. Aber ansonsten ist sie ganz gut. Im Großen und Ganzen muss man also sagen, die Kamera ist eine Enttäuschung für den Preis und was von euch auch schon angekündigt wurde, ist aber trotzdem noch deutlich besser als von vielen anderen Billig-Smartphones aus China. Ein großer Nachteil beim iOcean X8 ist, dass der Akku nicht gewechselt werden kann. Wenn ein Hersteller sowas macht, dann muss die Batterie da drin wirklich gut sein, denn sie muss lang halten, damit man möglichst wenig Zyklen verbraucht und somit ein langes Leben der Batterie garantiert werden kann. Und da muss man iOcean lassen, dass sie hier wirklich einen guten Job gemacht haben. Der Akku da drin hat 2650 mAh, das ist deutlich mehr als von vielen anderen MT6592 Smartphones und das merkt man auch in der Akkulaufzeit. 2 Tage kommt man locker über die Runden, zumindest war das bei mir der Fall. Wenn ich Strom sparen würde, komme ich hier auch auf 3 bis 4 Tage, je nachdem was ich damit mache und was ich alles ausschalte und wie ich mit der Bildschirmhelligkeit umgehe. Also der Akku ist wirklich nicht schlecht. Aufgeladen ist innerhalb von 2 Stunden. Ob das jetzt ein Nachteil ist, das hängt wahrscheinlich von jedem ab, wie schnell er den Akku aufgeladen haben möchte. Ein Nachteil ist natürlich, dass man nicht einen zweiten Akku mitnehmen kann, der voll aufgeladen ist und dann einfach wechseln kann. Von daher wäre es wünschenswert, wenn das ein bisschen schneller gehen würde. Aber gut, 2 Stunden ist noch in einem vertretbaren Rahmen, zumindest das ist meine Meinung. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen, wie er das findet. So, kommen wir nun zum Fazit zum iOcean X8. Und meine Meinung dazu ist, dass ob man sich das kaufen soll oder nicht, wirklich von den persönlichen Bedürfnissen oder von der persönlichen Meinung abhängt. Denn Fakt ist, das iOcean X8 hat definitiv nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Man zahlte 280 bis 290 Euro und dafür hat es wirklich recht viele Macken. Zunächst einmal hat es den Nachteil, dass es ein ziemlicher Dreckmagnet ist vom Design her. Dann ist natürlich die Kamera nicht ganz so tolle, der GPS-Empfang ist nicht so gut, der Wi-Fi-Empfang ist nicht so gut, man kann den Akku nicht tauschen. Dual-SIM ist auch schwierig, weil man dazu eine Micro-SIM und eine Nano-SIM braucht. Den Nano-SIM hat noch fast gar keiner, soweit ich das weiß. Also es hat schon ein paar Nachteile. Und wenn man das dann vergleicht zum Beispiel mit dem direkten Konkurrenten, den wir kürzlich getestet haben, dem Kingzone K1 Turbo, dafür zahlt man eben 199 Euro für das Topmodell bzw. 240 US-Dollar und bekommt dafür eben ein Smartphone, das eine recht gute Kamera hat für ein chinesisches Smartphone, deutlich besser als diese hier mit Top-Farbwiedergabe und so weiter und so fort. Empfangstechnisch liegt es auch ganz vorne und auch der Akku lässt sich dort wechseln. Von daher, für Designfetischisten ist das hier wahrscheinlich die Top-Wahl, aber wer wirklich das meiste für sein Geld haben möchte, sollte sich woanders umschauen und vielleicht dann zum Kingzone K1 Turbo greifen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, welches Smartphone ihm da am besten gefällt. Ansonsten, wie gesagt, 280 bis 290 US-Dollar kostet es im Einkauf bei Trading Shenzhen. Die haben uns das Gerät zur Verfügung gestellt, bekommt das für 240 Euro mit DHL Express-Versand aus China. Gut, dann war es das jetzt eigentlich mit dem Test. Ich habe alles dazu gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich freue ich mich wie immer über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Ansehen und sage Tschüss und bis bald.